Hey meine Kiesel, Gebirges hier mit einem kleinen Community-Kampf zwischen mir, Gebirges, und dem Herausforderer Kazuya. Kazuya kennt man ja, er spielt eigentlich nur Unlichttypen und nicht eigentlich nur Gesteinstypen, aber ich habe gesagt, da wir uns eh irgendwann mit einem Turnier treffen werden, in einem Monotyp-Turnier, kämpfen wir einfach so mit unseren Pokémon, die wir so haben, egal welchen Typen. Und ich habe mir ein Team zusammengebastelt, von dem ich glaube, dass das Abstand das blödeste Team ever ist, vom Aufbau her. Aber nichtsdestotrotz beginnen wir den Kampf und meine Team-Pokémon sind bereit. Sie sind einfach nur bereit. Denn ich habe zuvor alle meine... Oh Gott, was ich da schon sehe. Ich habe zuvor alle meine wunderschönen Pokémon aus meiner X-Edition, die ich gezüchtet habe, übertragen auf Oras, also auf Omega Rubin eher gesagt. Und ist einiges zusammengekommen. Vor allem so ein paar interessante, widerliche Movesets, die man nicht unbedingt kennen muss, aber die trotzdem extrem widerlich sind. Und ich sehe sein Team und es gefällt mir schon mal nicht, dass er einfach nur fette Viecher dabei hat. Richtig fette, fette Viecher. Simsala, Gengar, Dragoran, Aquana, Amagaga, was mir noch züchten muss. Eins der wenigen Gesteins-Pokémon, die mir noch fehlen. Und ein Viscogon. Während ich hier mit dem Rasaf, Elisar, Turtok, Dragoran, Visaflor und Quaffaff kämpfe. Das könnte ein bisschen fies werden. Viele dieser Pokémon, die ich gezüchtet habe, sind halt schon ein bisschen älter. Und, ja, das ist ein bisschen doof gerade. Ich merke gerade, dass ich bei Rasaf das, glaube ich, falsche Item drauf gemacht habe. Sollte aber klappen. Am schnellsten ist aber mit Abstand mein Elisar. Ich starte mal mit Elisar. Elisar kann schön paralysieren. Und Eye of Real könnte theoretisch Toxin draufhauen auf Pokémon, wenn es sein muss. Aber das muss noch nicht. Es muss noch nicht. So. Dann bin ich mal gespannt auf sein Lied. Und natürlich heißt es auch, ihr könnt mich gerne herausfordern. Venti. Dragoran. Ja gut, direkt mal schon eine Paralyse draufschmeißen. Direkt mal eine Paralyse draufschmeißen. Donnerwelle. Also könnt mich gerne herausfordern. Freundescoach steht ja unten am Bildschirm. Aber erwartet jetzt nicht so ultra viel von mir, weil, naja, ich halte mich aus der Hardcore-Competitive-Szene raus, weil die sind mir echt ein bisschen zu bräsig im Kopf. Also wirklich extrem ekelhaft zu bräsig im Kopf. Das macht irgendwie keinen Sinn, da mitzumachen oder mitzuspielen. Und er zieht zurück. Er zieht seinen Dragoran zurück. Er wartet wahrscheinlich die Donnerwelle. Gengar! Ah, das ist auch sehr schön. Ein Gengar, das paralysiert ist. Ist schon mal schön langsam. Und ich kann da wunderschön draufhauen mit meinen Step-Attacken. Ne, nicht Step-Attacken, sondern mit meiner Finster-Aura. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir ziemlich gut, gerade wirklich. Elisar ist so ein Pokémon, was eigentlich ziemlich unterschätzt wird. Ich finde es ziemlich geil. Normal- und Elektrotyp mit einer echt schönen Auswahl von Attacken. Finster-Aura, Surfer, all so ein Kram. Ach komm, kein Paraflinch, ein Irrlicht. Von allen Sachen, die es gibt, Irrlicht, ne? Okay, es trägt Giftschleim. Oh. Gute Sache, gute Sache. Verbrennung habe ich drauf, aber ich habe auch Trockenheit drauf. Das ist ziemlich lustig und ziemlich schmerzhaft gerade. Die Frage ist, noch eine Finster-Aura oder soll ich einen Volt-Wechsel machen? Ha. Ich mach mal eine Finster-Aura wieder. Ich meine, er wird es wahrscheinlich sterben lassen. Das hat keinen Sinn, ein angeschlagenes Gengar drin zu haben mit kaum KP. Und alles, was er einwechseln kann, wird auf jeden Fall guten Schaden erleiden. Er zieht es trotzdem zurück. Was wechselt er denn jetzt ein? Poseidon. Aquana. Süß. Und das Ding trägt die Überreste. Das ist eigentlich Standard. Frage ist nur, was hat er vor mit seinem Poseidon? Ich meine, es könnte mich Toxic stallen, beziehungsweise nicht mehr, weil ich ja verbrannt bin. Es könnte mich angreifen mit einer Wasserattacke, aber ich bin gegen das Zeug immun. Ich hau eine Donnerwelle drauf. Schutzschild. War zu erwarten.
Ich möchte es erstmal paralysieren. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Aquana. Das Ding ist einfach mir viel zu fett. Wirklich. Das Ding ist einfach nur fett und so. Vielleicht kriege ich es da hin, das irgendwie mal reinzuswitchen, mein Elisat, nachher in eine Wasserattacke. Das würde wahrscheinlich lustig werden, wenn das klappen würde. Wenn er schlau ist und er weiß, dass ich Donnerwelle einsetzen will und dass er jetzt wieder rauswechselt auf seinen Gengar, aber das wird ihm nur einen Zug bringen, mehr auch nicht. Wobei, zwei Züge würde es ihm bringen. Und er überlegt, überlegt. Er macht's nicht. Donnerwelle kommt durch. Sehr gut. Schon mal das Ding paralysiert. Ich kann mich also nicht mehr so extrem stallen. Spukball. Keine Wirkung. Ich bin Normaltyp. Standardbasiswissen. Viele vergessen's. Ach, so ein Ding, warum Elisat einfach cool ist. Oh, es kontert so schön ein paar Steps weg. Und auch ein paar wirklich ekelhafte Typenkombinationen. Ich mache einen Voltwechsel. Ich will nicht unbedingt jetzt darin stehen, wenn es mir irgendwas Böse um die Ohren hauen will. Oh, das ist guter Schaden. Und ich komme zurück. Yeah! So, dann mal schauen, was haben wir denn da für ein tolles Dingen. Ich könnte... Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Spukball drin. Das heißt, Are You For Real wäre gar nicht mal so dumm. Allerdings kann er mich halt stallen. Das will ich nicht. Ich könnte Rasaf reinbringen. Hat er irgendwas mit Bedroher gehabt? Nein. Turtok, hast du irgendwas? Du hast eine Offensivweste. Oh, du kannst das Ding flinchen lassen mit Mogelhieb und so ein Kram. Ein physisches Turtok. Leider nicht das mit Schädelwumme. Das wäre lustig, aber es hat halt den Turbodreher drauf. Bliebe doch Rasaf. Ich hau Rasaf raus. Für die Samenbomben. Eisstrahl. Oh, schade. Macht aber guten Schaden, dieser Eisstrahl. Macht guten Schaden. Okay, dann, Samenbomben. Überlegt. Er überlegt. Was überlegt er denn? Überlegt nicht so viel. Mach mir keine Panik, Mann. Kazuya. Du Monster. Wir können ein bisschen was über das Monoturnier sprechen. Oder Monotype-Turnier, was wir ja geplant haben. Ist quasi so... Oh, er wechselt aus. Es gibt halt 18 Typen im Spiel. Und mit jedem Typen kann man eigentlich ein relativ angenehmes, gutes Team bauen. Um den Typen herum. Ich fasse es nicht, dass das Ding überlebt. Ich bleib bei Samenbomben. Lass uns mal überlegen, ob ich nicht einen Scarf trage oder ein Wahlband. Und ja, 18 Typen. Wir haben noch ein paar Typen offen, die wir verwenden wollen. Ich zum Beispiel bin Gestein, Kazuya ist Unlicht, wie man es kennt. Der Mumu ist Normaltyp. Sunny, glaube ich, war... Was war Sunny für ein Typen? Sunny Drache? Nee. Ha. Oh, ein Dragoran. Eishieb. Selbst wenn es die Weste aktiviert. Scheißegal, Eishieb. Aus weg. Aus um. Oh, es hat das nicht. Hat keine Weste drauf. Ha. Interessant. Eishieb. Wenn es bloß keine Multistufe gehabt hätte. Mann. Wutanfall. Oh, lock dich bitte da rein. Lock dich einfach rein. Blöd, dass du nur schneller bist. Blöd, dass er jetzt schneller ist. Aber ich habe ja extra meinen wunderschönen Konter. Oh, er hat einen Live-Orb. Ha. Blöd für ihn einfach. Sehr, sehr blöd für ihn. Are you for real? Oder for real? Ah, mein wunderschöner, fetter Tank. Hatte Schild. Er mit seinem Wutanfall auf Platz plus 1. Sollte guten Schaden machen. Ja, macht guten Schaden. Ach Mann, warum ist sie jetzt verwirrt?
Aber ich hau mir ein Wasserschild drauf. Ich hatte überlegt, ob ich dem Ding nicht irgendwie was richtig Böses gebe, und zwar einen Beulenhelm, aber Überreste macht's auch. Ich meine, plus 3 auf Verteidigung so aus dem Nichts heraus. Kommt einfach richtig, 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 richtig geil. So, was kann ich denn dagegen machen? Ich könnte es jetzt noch mit Toxin eine reinhauen. Oder ich hau eine Heimzahlung rein. Mach eine Heimzahlung. Oh, es verwirrt und greift trotzdem an. Ha. Es haut sich selbst. Es haut sich selber um. Mano. Ich wollte eine Heimzahlung machen. Auch wenn ich die Attacke eigentlich runternehmen wollte, weil die halt nicht so gut ist. Da lohnt sich eher Rückkehr zu spielen oder Frustration. Naja. Das Dragoran schon mal raus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Sean Frosty. Amagaga. Hallo Amagaga. Ich weiß, du bist speziell, aber ich weiß auch, dass du eine Menge Schwächen hast. Und ich gehe mal kurz durch meine Typen, um zu schauen, was für Schwächen ich auslassen könnte. Pflanze. Könnte nutzen... Wasser. Ich könnte nutzen Elisat. Auch Wasser. Dragoran hat... Lammwurf drauf, glaube ich. Nee. Von daher nutze ich diese Runde und gehe erstmal ein bisschen gemein drauf mit Standpauke. Standpauke macht ein bisschen Unlichtschaden und senkt den Spezialangriff des Gegners um eine Stufe. Während er Antikraft einsetzt. Ach, du kannst mich mal. Okay. Kein Werteboost. Sollte ich aber ausnutzen und Toxin drauf machen. Es wird ab. Triplette. Das ist eine Eistriplette, die tut weh. Zumindest hat es Dragoran gut rausgenommen. So. Jetzt kommt mein Elisar. Oder? Oder hau ich mein Dragoran raus, mein spezielles. Ich glaube, ich gehe mal mit... Mega Bisa Floor wäre interessant. Hab ich noch nie genutzt. Hab ich ehrlich gesagt noch nie benutzt, das Ding. Ich habe es einfach nur so Bisa Floor nicht gegeben, weil ich es kann. Ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Aber wenn es klappen sollte, ich habe ja dann die Big Fat Ability, die, wer ist das? Fett und so. Speckschicht. Dann sollte ich eventuell... ich sollte auf jeden Fall eine Triplette überleben. Dann Schlaf... Was macht Schlafbruder eigentlich noch gleich? 75 Genauigkeit, das ist okay. Ich mach Schlafbruder. Mein Bisa Floor, was ich eigentlich mal geplant habe mit Glurak im Team, mit dem Glurak Y. Als quasi... Ah, schön, Schlafbruder kommt durch. Als Sonntag-Teamnutzer. Und ja, es hat halt Chlorophyll als versteckte Fähigkeit drauf. Und das haut ordentlich rein. Das können wir glauben. Hatte überlegt, ob ich da eventuell Dinge drauf machen soll. Dann wäre es noch gleich. Wachstum. Dann in der Sonne halt noch ein Wachstum raushauen, während die Leute so ein bisschen überlegen, oh, was mache ich nun, was mache ich nun. Hab mich dagegen entschieden. Und es haut trotzdem guten Schaden rein, meine Güte. Wäre halt lustig gewesen, Schlafbruder und dann erstmal schön aufsetzen. Aber so ein Energieball sollte reichen, um das Ring rauszunehmen. Endgültig. Der größte Gegner, der jetzt reinkommen kann. Und das ist mein größtes Problem, ist Simsala. Ich habe nichts gegen Simsala. Außer vielleicht mein Dragoran. Eieieiei, Dragoran, Dragoran. Und Elisar, wobei ich nicht weiß, ob Elisar das Ding auch bietet. Oh, wobei müsste eigentlich. Das ist, glaube ich, mein scheues Elisar. Mit einer Menge Initiative. Ah, da ist es ja schon, das Teufelchen, du. Aber ich muss mal die Werte anschauen von Bisa Floor. Ich habe null Ahnung davon. Boah, der Spezialangriff, holy shit. Alle Werte über 100. Lustig.
100 Initiative nur. 177. Wenn ich was hätte sterben lassen wollen, dann wäre es wahrscheinlich Turtok. Mogelhieb, Nassschweif. Das dürfte das Ding wahrscheinlich sogar ein bisschen übel. Mogelhieb, Wasserdüse. Dürfte dem Ding aber auch ordentlich wehtun. Habe ich noch Verwendung für Elisa? Ich habe eventuell eine Verwendung für Bisaflor noch. Wobei, ich meine, es hat das getan, was es tun sollte. Es hat einmal Gaga rausgenommen. Matschbombe. Kann Energieball Verteidigung senken? Ja. Matschbombe kann vergiften. Matschbombe. Und er geht mega. Das war so zu erwarten irgendwie. Da er kein Mega Gengar gespielt hat, kommt halt Mega Simsala. Mit Fährte holt sich erstmal schön die Speckschicht. Gar nicht mal so dumm. Psy-Shock. Ich habe eine höhere Verteidigung, glaube ich, oder? Ich überlebe. Ey, sehr gut. Wow, das hat guten Schaden gemacht. Ja, Matschbombe. Das sollte mit einem Fake-Out und dann Wasserdüse auf jeden Fall reichen von Turtok. So doof, dass er keine Dingens hatte. Keine Psychokinese. Die hätte es wahrscheinlich auf jeden Fall gebracht. So, Turtok, kommst du raus, haust rum. Ah ja, die Stärke der Starter der ersten Generation. Mogelhieb. Ich mag mein physisches Turtok. Das kommt immer so unerwartet. Das ist einfach viel zu lustig, als dass man es nicht spielen wollte. Ey, ein Volltreffer. Als hätte es überhaupt gemattert. Hat's nicht. Es wäre geflincht. Und nächste Runde wäre es eine Wasserdüse gewesen. Easy. Bevor er sich aufregt und so. So, Viscogon. Viscogon, du bist ein kleines Mistvieh. Das weiß ich zu gut. Das weiß ich wirklich zu gut. Ja, kommt drauf an, was für ein Moveset du spielst mit dem Ding. Das ist fies. Das ist sehr, sehr fies. Es ärgert mich über mein nicht vorhandenes Schelewumm-Turtok. Das hätte ordentlich was reingehauen. Und seine Verteidigung erhöht. Du machst mal einen Nassschweif. Donnerblitz. Aha. Ja, war zu erwarten, nicht so viel. Viskosität. Okay, gut zu wissen. Das macht mich langsamer, wenn ich es physisch angreife. Nassschweif. Ich greife es aber noch zweimal so an, bis meine KP niedrig genug sind. Es macht mir genau 60 Schaden. Als überlebe ich noch gerade zwei Angriffe. Und den dritten nicht mehr. Es sei denn, er will wechseln. Drachenpuls. Das ist Depp, aber macht insgesamt weniger Schaden. Oder? Ja, macht weniger Schaden. Während ich es runterzerge. Mit meinem Turtok. Nassschweif. Donnerblitz. Hätte von Anfang an auf Donnerblitz gehen sollen. Für die Paralyse hoffentlich. Nein, kommt keine Paralyse. Pech für ihn, Glück für mich. So, da ist die nächste Viskosität. Und im Endeffekt macht der... zeig ich das Ding? Ich zeig das Ding. Wasserdüse. Ist die Frage, trägt er eine Offensivweste drauf? Könnte er. Könnte er wirklich? Dann hätte ich ein großes Problem gerade. Ein großes Problem, oh ja. Yeah. Allerdings könnte ich das Ding auch einfach paralysieren. Wobei, er hat noch nicht gezeigt, ob er nicht doch ein Sleep... Nee, Moment. Nee, er ist kein Sleep. Wegen Tanzdingen. Er ist kein Sleeper, er schläft nicht. Finsteraura. Hat er überlegt, ob ich nicht eine Donnerwelle draufklatsche? Nein. Er ist auf jeden Fall Offensivweste. Auf jeden Fall. Elisa hat gut gekämpft. Aber jetzt kommt mal ein Dragoran. Das wird lustig. So, Dragoran kommt raus. Und einfach nur, weil ich es kann, Agilität.
Wäre lustig, wenn er jetzt einen Drachenpuls draufhaut. Das wird nicht die Dinge... Ah, er haut einen Drachenpuls drauf. Sehr schön. Die Multischuppe wehrt auf jeden Fall den Schaden ab. Meine Schwächenschutz aktivieren sich. Schwächenschütze aktivieren sich. Hören den Spezialangriff. Und jetzt geht's rund. Drachenpuls. Man sollte spezielle Drachen gerade nicht unterschätzen. Die können ordentlich reinhauen. Dadurch, dass sie nicht ihren Angriffswert erhöhen müssen, sondern eher Agilität spielen, können sie ordentlich was machen. Ordentlich. Ach komm, warum nicht Orkan? Hat zwar eine niedrige Trefferchance, aber ich will es einfach mal versuchen. Und wenn ich verfehle, dann bin ich selber schuld. Ich treffe! Hey! Bye bye, Poseidon. Und das heißt GG! Sehr cool. Hat das Spaß gemacht. Meine unteren Tier-Pokémon gegen seine etwas höheren Tier-Pokémon. Auch wenn ich von der Tierlist absolut nichts halte eigentlich, weil die absolute Schwachsinn ist. Weil es nur darum geht, oh, welcher Pokémon-Typ wird am häufigsten gespielt und welche nicht. Und keiner denkt sich so, oh, ich spiele jetzt extra niedriges Tier, damit ich das höhere Tier kontern kann. Was totaler Schwachsinn ist. Aber gut, war ein lustiger Kampf. War ein richtig lustiger Kampf. Ja, ja, ja. Wenn ihr mal gegen mich kämpfen wollt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare rein oder schreibt mich über Twitter an oder sowas. Oder Facebook. Dann machen wir einen Kampf aus. Ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr gegen so ein normales Team kämpfen wollt. Oder ob ihr gegen mein Gesteinsteam kämpfen wollt. Allerdings, das Gesteinsteam müsste ich momentan ein bisschen nach hinten packen, glaube ich, so ein bisschen. Wegen Turnier und so. Ich will ja nichts spoilern, was ich so benutze. das wird lustig. Das wird einfach nur lustig. Kazuya schreibt auch, hat Spaß gemacht und GG. Und ich schreibe noch, jop. So, das lade ich ja wahrscheinlich morgen hoch. Morgen ist Donnerstag. Das passt also perfekt. Habe ich ein Part für morgen. Also dann, meine Kiesel. Wie gesagt, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, sagt's einfach. Wir machen dann einen Termin aus und dann kämpfen wir. Einfach so, fröhlich vor uns hin. Ich bin raus, ich wünsche euch noch was. Und wie immer, wenn ihr irgendwie Spaß dran hattet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Oder auch ein Abo oder sowas. Und einen Daumen nach oben, wenn ihr Spaß am Kampf hattet. Auch mal eure Ideen reinpacken wegen Movesets und so. Sagt einfach mal Bescheid. Und ja, ich bin raus. Man hört sie dann im nächsten Part oder im nächsten Video. Adios, muchachos, bye bye und ciao, ciao.